Und weiter geht's. Wir sollten nach verlorenen Schätzen suchen. Oh. Ja, es wird nur ein normaler Schatz sein, wenn wir ihn finden. Wie kommen wir zu dem Kleinen da rüber? Ich glaube nie, dass wir zu dem, Oh. Können wir von... Ach, da unten. Ahoi! Fleck den Signal voran! Okay. So schleimig! Wie kommen wir da unten drunter? Ach, da ist. Da war ja was. Ey, warte mal. So. Fleckchen haben wir. Nein! Oh, Mist! So schleimig! Haben wir den dadurch trotzdem wieder oder müssen wir den immer wiederholen? So, wir müssen da runter. Wir müssen aber noch dort rechts rum. So, haben wir Fleckchen? Ja, wir haben Fleckchen. Ohne Flachs, also wirklich dieses Gehopse von einem Ding zum anderen. Ja, das geht mir so dermaßen auf den Kranz. Du bist erst rüber und dann zum letzten Moment so, ach weißt du was, du hast dich gerade verschätzt. Perspektive, zack, und daneben vorbei. Weil da war jetzt gerade wirklich nicht viel zwischen uns und dem anderen möglich. Ja, zack. Ja, und schon wieder fast vorbei. Wie gesagt, Perspektive! Denkst du? Was? Das hat nie geklappt? Ich bin verwirrt. Und das kommt ja auch häufig und selten vor. Ja, abgerückt. Die Jakobsmuschelmuscheln. Trällern. Ich glaube, wir fliegen jetzt hier sehr, sehr weit. Oh. Oder auch nie. Ja, moin! Beim Klabautermann! Ihr seid am Leben? Nee, ich bin zweimal gestorben. Willkommen zurück. Ihr habt euch eure Piratennamen wirklich verdient. Von nun an tragt ihr die Namen? Keine Ahnung, was auch immer ihr euch ausdenkt. Hey, es war nie die Rede davon, dass wir denken müssen. Ich muss eine Meerjungfrau beeindrucken, also halten Sie Ihr Versprechen besser. Komm mal runter, kleiner Schwammkopf. Bevor du noch die Lagunenwachen alarmierst. Die sind gnadenlos und machen vor nichts Halt. Kleiner Schwammkopf, das war Patrick. In die Flossen zu kriegen. Patrick hat gerade gesprochen, nicht SpongeBob. Also, natürlich wirst du für all das Denken belohnt mit dieser wundervoll geformten Schatztruhe. Und der Inhalt? Den Inhalt nicht eingeschlossen. Okay. Wow, die Truhe ist das Beste daran.
Ja, alles, was man in eine Schatztruhe legt, wird ein Schatz. Ich sollte Gary da drin schlafen lassen. Ich sag jetzt nichts dazu. Okay, gut. Aber ich will trotzdem einen coolen Piratennamen. Er ist wirklich angefressen. Was passiert denn jetzt hier schon wieder? Hier passieren Dinge. So, in welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Sieht aus wie dort lang. Oder waren wir denn gerade? Ne, wir müssen dort unten lang. Da ist die gelbe Blume, wir müssen da unten lang. Ein kleiner Klaps reicht schon. Hier bricht einfach alles zusammen. Hier bricht einfach alles zusammen. Achtung, Kuchen! Bisschen die weißen Socken. Ja, weiße Unterhosen habe ich ja nicht. Kuchen! Oh, das Wunder der Monstergeburt. Was? Das Wunder der Monstergeburt? Was hat er gerade gesagt? Okay, dann aua, wir sind da oben hin. Dinger sind doch echt nervig. Okay, hier dahinter geht nichts, Alter. Was ist denn da oben los bei euch? Hier kommt einfach alles angefeuert. Miep. Miep. Das war schön. War witzig irgendwie. Auf eine ganz skurrile Art und Weise. Wieso habe ich schon wieder Schaden bekommen? Nur noch eine Unterhose. Da muss ich wieder alles klären. Hä, seit wann ist. Warum ist denn der wieder da? Das Gefühl, ich hab abgekürzt. Entweder habe ich wirklich mutterig abgekürzt oder keine Ahnung. Was für ein Aua, los ist. Nur noch eine Socke. Keine eine Socke, sondern noch eine Unterhose.
Schon wieder werde ich von oben beschossen. Oh, da ist eine Goldmünze. Die habe ich ja komplett leider nicht bekommen. Ich hoffe mal, da komme ich nochmal hin. Ich glaube es eher weniger. Ich habe wirklich aus Versehen mürrisch abgekürzt. Ich hätte, glaube, woanders lang gemusst. Hey, lass mal. Danke. Danke, mein Kleiner. Mein Freund. Ja, wir haben wirklich mutterisch abgekürzt, ne? Boah, kommen wir auch wieder da hoch? Jo. Okay. Wow. Du bist ja auch noch da. Noch eine Unterhose. So, dich hau ich jetzt weg. Aua. Ciao. Ich weiß nicht, was manchmal los ist. Manchmal kannst du doppelt springen und manchmal da lässt er, wo du gedrückt hältst, lässt er los. Verstehe ich manchmal. So, wie kommen wir denn da hoch? Ich glaube, da müssen wir von da hinten oder zack, 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 zack rüber. Nope. Alter, es wäre wieder fast nie gesprungen. Ey. Kommen wir wie Mr. Crab? So, dort hinten lang verpasse ich nicht. Oder? Nee. Nee, 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 nee. Komm, jetzt weitermachen. Drüber lang. Wow. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza. Super knusprig. Ein kleiner Klaps reicht schon. Ich fliege. Nee, das war gerade nur durch was zusammengehauen. Weil ich mag hier den Anime. Nausicaa aus dem Tal der Winde. Und die Melodie davon einfach nur so herrlich und berührt mich immer sehr. Ein Bombenappetit! Warum kein Bombenwetter? Oh, du bist aber stark. Und hisst die Socke. Salutiert vor der Stinkesocke. Achtung! Oh, noch mehr
Was ist denn los? Danke. Patrick ist echt so eine, so ein kleiner Hilfsbereiter. Ohne ihn wäre ich dann ein paar Mal mörderisch drauf gegangen. Hätte er mir nicht irgendwoher eine Unterhose organisiert. Ich war zu spät. Tja. Fitnessstudio alleine macht nur krumme Beine. Oder wie ging das? Wie ging der Spruch? Aber ich fand damals schon die eine Aussage von unserem Geo-Lehrer sehr geil. Der hat auch gesagt, bevor der sich zwei aus dem Fitnessstudio holt, holt er sich lieber vier von uns oder zwei von uns, um einen Kühlschrank zu tragen. Weil man muss auch ehrlich zugeben, also man muss wirklich mal ehrlich zugeben, auch wenn die Leute das, die so hardcore-mäßig das nicht zugeben, man muss schon zugeben, die sind nicht auf Dauer, Ausdauer trainiert, sind viel auf den Moment trainiert. Zum Beispiel habe ich auch schon so häufig gesehen, weil ja, unter anderem habe ich das auch mal eine Zeit lang mit als sportliche Einheit zwischen Burschen noch mitgemacht. Da habe ich das teilweise gesehen, dass da welche sich da so dermaßen abgerechnet, also hier innerhalb von 10 Sekunden, aber die haben es nicht sauber ausgeführt. Die haben es wirklich nicht auf Dauer gemacht, sondern nur auf den schnellstmöglich auf kurze Zeit Wiederholungen. Und das sah bei den meisten sehr furchtbar aus. Die das nur auf Schnelligkeit gemacht haben. Die haben zwar auch dicke Oberarme gehabt, diese Leute, aber wenn es mal heißt, über einen großen Zeitraum was mit hier was tragen und so weiter, da kacken die ganz schnell ab. Weil das Interessante ist auch dabei, je dicker der Oberarm wird, umso mehr, ich sag mal, Durchblutung, Blut etc. braucht das ja. Ressourcen halt eben, körperliche Ressourcen braucht ja der Muskel, um zu funktionieren. Und dabei kommt halt eben erschwert hinzu, dass manche oder eigentlich jeder Körper, wenn der an eine Grenze gekommen ist, über eine Dauer einen massiven Kraftaufwand anzustreben. Deswegen gibt es auch diese Videos, wo die einfach so, wo die einfach so umkippen bei ihrer Tätigkeit da. Das ist ganz normal, weil da komplett der ganze Körper versagt. Weil für den Moment hat er das ausgehalten und auf einmal kommt dann das Lösen dieser Energie und das haut eben dann noch richtig aus dem Garten. Du kannst nicht ewig weglaufen. Ich versuch's auch nicht. Ich will ja dort rüberkommen einfach nur. Ja, du gehst mir ganz schnell auf den Zünder. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Schwumpf, oder? Verdammel! Nochmal! Aber immer noch kräftig Schwupps, oder?
verdammelt noch eins. Und da sind jetzt wieder alle da. Achtung! Ich will auch die Goldmünze haben. Ich war schon auf gut halbem Weg. Wer will Ananas? Nein, Alter, das gibt's doch nie. Und nochmal die Katze. Okay, das kann nervig werden, sowas, solche Stellen. Und jetzt wieder der mit der Badewanne. Eine Badewanne sehr, sehr lieb. Ja, naja, dadurch kriegen wir wieder ein bisschen Gelee. Kuchen im Anflug! Ich werde dich fertig machen! Die Frostfarbe Pizza! Die Pizza! Habt ihr gerade gesehen, wie lange das echt gedauert hat, bis der Schatten unten erschienen ist? Lieferung kommt! Fresst Kuchen, ihre mächtigen Piraten! Hättest mich jetzt so runtergebeutelt, da ist richtig angefangen. Aber schade, dass es bei solchen Stellen einfach keine Speichermöglichkeit gibt. Wieder fast zu weit. Und wir haben die Goldmünze fast. Und wir haben sie. Du kannst ewig weglaufen. Ich werde dich sicher dazu bringen, es zu verdoppeln. Und wie kommen wir da jetzt so durch? Achtung, Kuchen! Wie kommen wir da jetzt so durch? Kuchen im Anflug! Oh, noch mehr Gelee! So, jetzt haben wir den mal weg. Oh. Okay, wieso wurde das denn gerade eben schon beim ersten Mal nicht freigeschaltet? Pisse Socken. So, da haben wir schon mal die erste. Fast gehisst. Da haben wir aber insgesamt 4 Socken eingesammelt, aber haben insgesamt 7 Socken gehisst. Findet mal den Fehler bei der Rechnung. Ha, das ging aber schnell.
und los, pisst die nächste Socke. Aber auch direkte Sportsocken, ne? So wie man die halt eben kennt. Mit französischen Farben. SpongeBob, Neptun sei Dank. Wie seid ihr hierher gekommen? Gefallen. Ach, nur das Übliche. Durch magische Blasen, waghalsige Wünsche und Zerstörung des Raumzeitgefüges. Ich will dich nicht mit den Details langweilen. Alles, was du wissen musst, ist, dass wir hier sind, um die Dinge richtig zu stellen. Oh gut, diese Fesseln sind so eng, dass ich mein Bein nicht spüren kann. Alles klar. Oh, ich glaube, dein Bein ist okay, solange du dich von Termiten fernhältst. Mein Bein! Okay. So geht's auch. Oh. Oh. Ein kleiner Klaps reicht schon. Also es kann doch zu steil werden. Das Nervige ist bei dem halt eben nur, dass man seinen Angriff abwarten muss. Blaubeerkuchen! Oder Blauschädelkuchen. Ich sag einfach Blaubeerkuchen. Ich hoffe mal, das wird langsam mal das letzte sein. Letzte Söckchen. Oh Gott, jetzt müssen wir dort den Turm hoch. Oh, oh, oh. Ach, mit oben ist das Schiff des fliegenden Holländers. Ich hab's schon gesehen. Kuchen. Nee, da oben ist der fliegende Holländer. Oh. Bitte kein Kuchen, bitte kein Kuchen. Ich fliege. Ich schlag ein Rad für dich. Sie sollten dich den eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Die sind vielleicht... Autsch! Entschuldigung. Bombenappetit! So, da drüben komme ich immer noch nicht rein. Alter. Moin, fliegender Holländer. Seid ihr schon echte Piraten? Naja, wir haben eine echte Schatztruhe. Die Socken des Holländers. Das war bescheuert. Oh, geil. Hieß einfach Jeff. Wie wäre es für dich mit dem, ich weiß nicht, Vierkant? Wie unfair, ich wollte Vierkant sein. Nun, du bist dann... Fünfkant? Klar, wieso nicht? Oh, Kampfsocke, ich hab dich so vermisst. Na dann, ihr gehört jetzt zu meiner Crew. Es wird zermürbend, langweilig und monoton. Genau wie ein Katzenklo reinigen. Ich hab gedacht, Nachmittags-Talkshows. Ihr könnt, nehmt die Windbongos und fliegenden Schiffe, um auf mein Schiff zu kommen. Oh wei. Und dann dort hisst ihr meine letzte Socke und feuert die Riesenkanone ab. Das soll ein Signal für die Crew sein, zu uns zu kommen und Freudestrahle die Vernichtung zu... Den Untergang von Absetzung? Die Absetzung von Killer-Garnele! Kuchen im Anflug! Echt jetzt? Hat der fliegende Holländer echt Angst vor SpongeBob? Kuchen! Hab ich hier irgendwas verpasst? Die sollten dich den eulenden Holländer nennen! Okay, aber... Schon besser. Warte mal, ich mach jetzt nochmal. Tschüss, Schiff! Aua.
Alter, das war echt gescherbelt bei mir. Alter, Alter, nein, 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 nein. Hör bloß auf, Alter! Lass es mit dem Kuchen! Die sind echt zielsicher. Gut.